Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Unboxing auf diesem Kanal. Diesmal habe ich Sword Art Online 2 Volume 2 wieder der Limited Edition mit einem Artbook, was hier hinten irgendwie dran geklebt sein soll. Ich mache jetzt erstmal hier vorsichtig die Folie weg, damit ich das Ganze auspacken kann. So, jetzt. Nein, noch nicht. Aber jetzt. So, los geht's. Und zwar, das ist der Schuber von vorne. Und das ist auch schon die DVD, die hier rausrutscht. Blu-ray meine ich natürlich. Und hier ist irgendwie das ist doppelt geklebt. Mal sehen, wie das irgendwie abkriege, ohne dass mir hier eins von beiden zerreißt. Hier mal ein kleiner Aufruf. Warum klebt man das dran? Es ist doch Folie ringsherum. Das muss nicht sein. Man kann doch einen Gummi ringsherum spannen. Oder das Ding gleich irgendwie in den Schuber mit rein integrieren. Ah, jetzt gibt es da wieder. Rein integrieren. Jetzt habe ich wenigstens mal das ab und dem hier nehme ich mich nachher mal an. Mit Ruhe. Aber wir gucken jetzt trotzdem mal kurz hier rein. Story. Vorsicht, dieses Booklet enthält Spoiler für die gesamte Serie. Tja, Pech für euch. Ich habe sie schon gesehen. Aber ich glaube, die Bilder würden jetzt nicht so sehr spoilern. Ich könnte höchstens verraten, wer Defcon ist. Mache ich aber nicht. Weil das war gemein. So. Hier ist ein Charakter. Das alles ist übrigens in Silber glänzend. Das heißt, sieht schon schön hochwertig aus. Na komm. Viel Bilder drin. Und die Seiten sind noch schön dick, das heißt, es ist nicht dünn. Das ist ja auch das Gegenteil von dick. Naja. Und was haben wir hier? Genau so, ach so, Volume 1, der Soundtrack, der dabei ist, ist hier nochmal eine Tracklist mit dabei. Gut, ja, hier nochmal der Schuber von hinten mit. Also hier so diese Klebepads, die ich irgendwie vorsichtig abbiegen muss. Mache ich aber nochmal weiter. 175 Minuten, das heißt 7 Episoden. Und mit diesen 7 Episoden ist dann auch der erste Arc, nämlich der Gun-Gale Online-Arc, abgeschlossen. Und dann geht's weiter mit den Excalibur-Arc. Ja, so hieß der. Hieß nicht Excalibur, sondern Excalibur. Und hier haben wir auch die Scheibe. Und das ist dieses in Play von außen. Ja, das war mein Unboxing zum zweiten Volume zu Sword Art Online 2. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Volume, sage ich jetzt mal.